Ich glaube, es war im Jahre 2034. Ich wäre gerade 7 Jahre alt geworden, als es bei meinem Vater mit dieser merkwürdigen Marotte losging. Er redete immer von Aufheben, fast jedes zweite Wort war Aufheben. Wenn wir im Herbst an einem der sehr wenigen Bäume vorbeikamen, hielt er sein Auto an und wir hoben die Eichel, Kastanien, Tannen und Kiefernzapfen. Oder war es auch immer war auf. Aber er meinte mit diesem Wort noch etwas anderes. Er sagte zum Beispiel, wenn wir jetzt nicht alles aufheben, werden eure Kinder eines Tages nicht mehr wissen, wie das alles aussah zu ihren Zeiten. Wir hoben viel auf ihn, in dieser Zeit, damit unser Vater es auch. 234 begann er, das Haus auf den Kopf zu stellen. Das Schlafzimmer, das er zusammen mit unserer Mutter hatte, räumte er auf. Das Bett stellte er im Wohnzimmer. Den Schrank und der übrigen Möbel verstellte er im Haus. Einiges stellte er in den Keller. Meine Mutter frustrierte das Einzige, was er immer wieder erinnerte, deren Namen ich damals noch nicht kannte. Wir bekamen feuchte Wände und so baute er weitere Fenster ein und isolierte bei dieser Gelegenheit die Wände. Selbst meine Mutter musste zugeben, dass die Pflanzen schön aussahen, wie sie da dicht beieinander standen. Aber sie vermisste. Nach und nach baute er die Fenster und komplizierte Filteranlagen ein. Und das Wasser ließ er durch einen Tankwagen heranschaffen. Verrückte soll man lassen, sagte meine Mutter, die sich langsam daran gewöhnt hatte, kein Schlafzimmer mehr zu haben. Mein Bruder und meine Schwester dachten genauso. Sie amüsierten sich köstlich über meinen Vater. Wir hatten angenommen, nun wäre er endlich zufrieden mit seiner Hobbygärtnerei. Aber wir hatten uns gründlich geirrt. Vom Wohnzimmer und ehemaligen Schlafzimmer aus machte er jetzt Durchbrüche zum Garten. Was wir gesammelt hatten, wurde nicht aufgehoben, sondern verbaut. In dieser Zeit schlief er kaum noch. Man hörte es bis spät in die Nacht rummurren. Und morgens saß er als erster am Frühstückstisch, den er selbst gedeckt hatte. Wenn er gefragt wurde, was das alles sollte, gab er ziemlich unverständliche Antworten. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Wenn ihr wüsstet, dass ein Versicherungsangestellter alles wissen kann. Und so weiter. Einmal sagte er, ihr müsst lernen, im Holz zu lesen. Dann verstand nun keiner mehr von uns. Im Jahre 2040 jedenfalls bewohnten wir nur noch die obere Etage unseres Hauses. Wohnzimmer, Schlafzimmer und Küche waren zu einem größeren Treibhaus geworden, durch Luftfiltern von der Außenwelt abgeschirmt. Nur das Klo erinnerte noch an früher. Viele unserer Freunde und Bekannten hielten ihn und auch uns für Spinne, aber es gab auch einige, die bestaunten, was sie sonst nur in einem der wenigen gespäckshäuslichen Bemerkungen wie: Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Oder Geduld hat noch niemandem geschadet. In einem alten Lexikon fand ich Bilder, die einigen dieser Tiere ziemlich ähnlich waren. Es waren Frösche, Küken, Eidechsen, Spechte, Hasen, sogar zwei Eichhörnchen waren darunter. Er hatte eine Art Gang mit kleinen Tümpeln angelegt, auf dem sich die Tiere über das inzwischen rund 3 Kilometer lange Gelände bewegen konnten. Im Jahre 2042 waren wir viel verschuldet. Wir merkten es am Essen, aber wir Kinder waren dennoch ganz zufrieden. Jeder von uns hatte eine Aufgabe, die er mit Freude erfüllte. Ich war inzwischen immerhin 15 und hatte längst begriffen, dass wir alles andere als arm waren. In Wirklichkeit waren wir reich. Die Zeit der großen Verdichtungen war vorüber, aber das Wasser, das man in der näheren Umgebung finden konnte, und auch die Erde waren immer noch verseucht. Vom Jahre 2045 an wurden wir reich. Von überall kamen Leute und Bäume. Erinnerung an die Zukunft.
Ich glaube, es war im Jahr 2034. Ich war gerade 7 Jahre alt geworden, als sie es bei meinem Vater mit diesen merkwürdigen Marotten losging. Er redete immer von Aufheben. Fast jedes zweite Wort war Aufheben. Wenn wir im Herbst an einen der sehr wenigen Bäume vorbeikamen, hielt er sein Auto an und wir hoben die Eichel, Kastanien, Tanne und Kirferzampfe oder was es auch immer war auf. Aber es meinte mit diesem Wort noch etwas anderes. Er sagt zum Beispiel, wenn wir jetzt nicht alles aufheben, werden eure Kinder eines Tages nicht mehr wissen, wie das alles aussah zu eurer Zeit. Wie auch in dieser Zeit, damit unser Vater es aufheben konnte. Unser Vater war weder Gärtner, Bauer oder Biologe, noch sonst etwas in diese Richtung. Aber er hatte diese Marotte mit dem Aufheben von Dingen, die mit Bäumen und Blumen zusammenhängen, zusammen. Vielleicht war es zu Beginn nur eine Art Ausgleich für seine Arbeit bei einer Versicherungsfirma. Ich weiß es nicht genau. 1930 begann er, das Haus auf den Kopf zu stellen. Das Schlafzimmer, das er zusammen mit unseren Mutter hatte, räumte er aus. Das Bett stellte er in Wohnzimmer. Den Schrank und die übrigen Möbel verstellte er im Haus. Einiges stellte er in die Keller. Meine Mutter protestierte vergeblich. Es gibt jetzt Wichtiges zu tun, war die einzige, das er immer wieder entgegnete. Mehr sagte er in solchen Versprechen nie. Das Schlafzimmer wurde aufgehoben. Er baute alles mit Regalen voll, auf denen er die gesammelten Dinge aufbreitete. Auf den Fußboden legte er Beete an. Ich weiß nicht, woher er die Erde hat. Sie sah anders aus als die gewöhnliche Erde. Und wenn er losfuhr, um sie zu holen, war er mehrere Stunden. In einem Jahr wuchsen im Schlafzimmer kleine Eichen, Kastanien, Ahorne, Buchen, Tannen, Kiefern und andere Bäume, deren Namen ich damals noch nicht kannte. Wir bekamen feuchte Wände und so baute er weitere Fenster ein und isolierte bei dieser Gelegenheit die Wände. Selbst meine Mutter musste zugeben, dass die Pflanzen schön aussahen, wie sie da so dicht beieinander standen. Aber sie vermisste nach wie vor ihr Schlafzimmer. Als mein Vater feststellte, dass die Pflanzen wuchsen, mussten wir plötzlich noch mehr aufheben. Glas, Fensterrahmen, ganz egal aus welchem Material, Türen, Steine, Styropor, Glaswolle, Kork und so weiter. Was wir nicht tragen konnten, holten wir mit dem Auto ab. Nach und nach baute er in die Fenster komplizierte Filteranlage ein und das Wasser ließ er durch einen Tankwagen heranschaffen. Verrückt soll man manche lassen, sagte meine Mutter, die sich langsam daran gewöhnt hatte, kein Schlafzimmer zu haben. Mein Bruder und meine Schwester dachten genauso. Sie amüsierten sich und köstlich über meinen Vater. Wir hatten angenommen, nun wäre er endlich zufrieden mit seinem Hobbygärtnerei. Aber wir hatten uns gründlich geirrt. Vom Wohnzimmer und ehemaliger Schlafzimmer aus machte er jetzt 12 Brüder und Garten. Als er gefragt wurde, was das alles solle, gab er ziemlich unverständliche Antworten. Ihr werdet schon sehen, was ihr damit habt. Wenn ihr wüsstet, was ein Versicherungsangestellter alles wissen kann. Und so weiter einmal sagte er, ihr müsst lernen, im Holz zu lesen. Das verstand nun keiner mehr von uns. Im Jahre 2040 jedenfalls bewohnten wir nur noch die obere Etage unseres Hauses. Wohnzimmer, Schlafzimmer und Küche waren zu einem größeren Treibhaus geworden, durch Luftfilter von der Außenwelt abgeschlossen. Wir müssen noch an Sprüche. Viele unserer Freunde und Bekannte hielten ihn und auch uns für Spinner, aber es gab auch einige, die gestalteten, was sonst nur in einem der wenigen Gewächshäuser zu sehen bekannt. Denn selbst im Hochsommer sah es draußen aus
dem Landhaus, wie in frühere Zeiten für den Stand hier. Braun, grün, blich, grau. Ich habe das Wort Wald einmal unter einem alten Foto gelesen. Da waren viele Bäume, sehr dicht, auf einen Hügel zusammengedrängt. Und darunter stand Deutscher Wald. Als mein Vater sah, dass alles prächtig gedieh, mietete er in der Nachbarschaft Gärten dazu. Die Erde ließ er von Lastern abtransportieren und ließ neue bringen. Auch diese Gärten umbaute er mit Glas. Und auch hier wurden Luftfilter installiert. Auch hier zog er Bäume und Blumen. Als er das fünfte Glashaus fertig hatte, besorgte er sich von irgendwoher ulkig aussehende Tiere, die ich nur ausfüllen konnte. Nicht viel dazu, abgesehen von diesen komischen Bemerkungen wie: Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Oder: Geduld hat noch niemandem geschadet. In einem alten Lexikon fand ich Bilder, die einigen dieser Tiere ziemlich ähnlich waren. Es waren Frösche, Kröten, Eidechsen, Spechte, Hasen, sogar zwei Eichhörnchen waren darunter. Er hatte eine Art Gang mit kleinen Tümpeln angelegt, auf dem sich die Tiere über das inzwischen rund 3 Kilometer lange Gelände bewegen konnten. Im Jahre 2042 waren wir tief verschuldet. Wir merkten es am Essen. Aber wir Kinder waren dennoch ganz zufrieden. Jeder von uns hatte eine Aufgabe, die er mit Freude erfüllte. Ich war inzwischen immerhin 15 und hatte längst begriffen, dass wir alles andere als arm waren. In Wirklichkeit waren wir reich. Große Vergiftungen war vorüber. Aber das Wasser, das man in näherer Umgebung finden konnte und auch in die Erde, waren immer noch verseucht. Von Jahre 2045 an würden wir reich. Von überall kamen Leute, um Bäumen, Blumen und Tiere zu kaufen. In unseren Gewächshäusern hatten wir Pflanzen und Tiere, die meisten nur noch aus Filmen oder an Büchern kannten. Das war im Jahr 2034. Ich war gerade 7 Jahre alt geworden, als es bei meinem Vater mit dieser merkwürdigen Marotte losging. Er redete immer von Aufheben. Fast jedes zweite Wort war Aufheben. Wenn wir mit im Herbst an einem der sehr wenigen Bäume vorbeikamen, hielt er sein Auto an und wir hoben die alten Kastanien, Tannen und Kieferzapfen oder was es auch immer war, auf. Diesem Wort mag etwas anderes. Er sagte zum Beispiel: Wenn wir jetzt nicht alles aufhören, werden eure Kinder eines Tages nicht mehr wissen, wie das alles aussah zu euren Zeiten. Wir hoffen auch in dieser Zeit, wenn unser Vater es aufhören konnte. Unser Vater war weniger Kettner, Bauer oder Biologe. Noch sonst etwas in diese Richtung. Aber er hatte diese Marotte mit dem Aufheben von denen, die mit Bäumen und Blumen zusammen. Vielleicht war es zu Beginn nur eine Art Ausgleich für seine Arbeit bei einer Versicherungsfirma. Ich weiß es nicht genau. Nach dem Jahr 2034 begann er das Haus auf dem Kopf zu stellen. Das Schlafzimmer, das er zusammen mit unserer Mutter hatte, räumte er aus. Das Bett stellte er ins Wohnzimmer, den Schrank und die übrigen Möbel verteilte er im Haus. Einige stellte er in den Keller. Meine Mutter protestierte vergeblich. Es gibt jetzt Wichtigeres zu tun, war das Einzige, was er immer wieder entgegnete. Mehr sagte er in solchen Gesprächen nie. Im Schlafzimmer wurde aufgehoben. Er baute alles mit Regalen vor, aus denen er die gesammelten Dinge ausbreitete. Auf dem Fußboden legte er Beete an. Ich weiß nicht, woher die Erde hatte. Sie sah anders aus als gewöhnliche Erde. Und wenn er losfuhr,
Um sie zu holen, war er mehrere Stunden fort. Nach einem Jahr wuchsen im Schlafzimmer kleine Eichen, Kastanien, Ahorne, Buchen, Tannen, Kiefern und andere Bäume, deren Namen ich damals noch nicht kannte. Wir bekamen feuchte Wände und so baute er weitere Fenster ein und isolierte bei dieser Gelegenheit die Wände. Wie sie da so dicht beieinander, aber sie vermisste nach wie vor ihr Schlafzimmer. Als mein Vater feststellte, dass die Pflanzen wuchsen, mussten wir plötzlich noch mehr aufheben. Glasfensterrahmen, ganz egal aus welchem Material, Türen, Steine, Styropor, Glaswolle, Korb und so weiter. Was wir nicht tragen konnten, holten wir mit dem Auto ab. Das Wohnzimmer wurde halbiert. Auch hier wurden Beete angebracht. Nach und nach baute er die Fenster kompliziert, füllte Anlage ein. Und das Wasser ließ er durch einen Tankwagen heranschaffen. Verrückte sollte man nicht manchen lassen, sagte meine Mutter, die sich langsam daran gewöhnt hätte, kein Schlafzimmer zu haben. Mein Bruder und meine Schwester dachten genauso. Sie amüsierten sich köstlich über meinen Vater. Wir hatten angenommen, nur wäre er endlich zufrieden mit seiner Hobbygärtnerei. Aber wir hatten uns gründlich geirrt. Von Wohnzimmer und heranwilligen Schlafzimmer aus machte er jetzt durch Brüche zum Garten. Was wir gesammelt hatten, wurden nicht aufgehoben, sondern verbaut. In dieser Zeit schlief er kaum noch. Man hörte ihn bis spät in der Nacht wohnen und morgens sah er Hans Herzen und Frühstück, den er selbst gedenkt hatte. Wenn er gefragt wurde, was das alles wolle, gab er ziemlich unverständliche Antwort. Wir werden schon sehen, was ihr davon habt.